Ja, Ole hat mir Schlagzeug versprochen. Was ist? Nix. Kein Bier, kein Schlagzeug. Ja, nur Ratten. So. Und dann sitzen wir da hier, wie bestellt und nicht abgeholt. Metal Hammer, Weekly Warfare. Und auch diese Woche beginnen wir mit AC/DC. Und zwar haben sich ja in den letzten Tagen die Gerüchte erhärtet, dass Axl Rose unter Umständen Brian Johnson für die nächsten Konzerte von AC/DC ersetzen wird. Er wurde angeblich mit der Band zusammen vor ihrem Proberaum gesichtet oder zumindest gemeinsam vor einem Gebäude. Und auch der Sohn von Malcolm Young, Ross Young, hat die Gerüchte erhärtet, indem er einen Bericht auf Facebook teilte und drunter schrieb, es sei wahr. Ach, was soll das bloß werden? Nun gut, Gerüchte hin und her, vielleicht war es auch nur ein verfrühter April-Scherz. Wir werden sehen, was sich daraus entwickelt. Auf jeden Fall ist es schon sehr bemerkenswert, wie viel man doch zur Zeit von Axl Rose, Guns N' Roses und AC/DC so zu hören und zu sehen bekommt. Vielleicht haben wir es ja doch wieder mit einer Verschwörungstheorie. Heute unterstützt uns übrigens unser Praktikant Jean-Luc, beziehungsweise Oles Praktikant Jean-Luc hinter der Kamera, weil Ole nämlich faul irgendwo in der Sonne liegt wahrscheinlich und seinen Urlaub genießt. Ja, so ist er, der Ole. Nix machen, ne? Typisch, nichts machen, aber in Urlaub fahren. Es geht weiter mit Carcass. Es geht weiter. Und zwar macht Bassist und Sänger Jeff Walker zurzeit den Dave Grohl für Arme. Er hat sich nämlich den Fuß gebrochen und muss jetzt auf der Bühne auf einem Stuhl sitzen. Trotzdem wird die Band die Tour mit Slayer in den USA weitermachen. Von daher unsererseits vollsten Respekt an den Herrn und natürlich gute Besserung. Und ein weiterer Mann hat unseren Respekt verdient. Und zwar hat sich The Ghost Inside Schlagzeuger Andrew Katschik. Ich sage einfach Katschik. Wird schon falsch sein. Wieder hinter sein Drumset gesetzt. Und zwar hatte die Band im letzten Jahr im November ja einen tragischen Busunfall, bei dem Katschik ein Bein verlor. Auch die anderen Bandmitglieder wurden teils schwer verletzt. Die Herren haben sich jetzt trotzdem vorgenommen, 2017 wieder auf Tour zu gehen. Und ja, wir wünschen natürlich bestes Gelingen, weiterhin gute Genesung und ja, schau dir das mal an. Die Herren haben definitiv Respekt verdient, nach so einer tragischen Geschichte so schnell wieder weiterzumachen. Ich glaube, das schafft nicht jeder. Von daher, Grüße raus an The Ghost Inside. Hier ist doch schon wieder so eine Ratte unterwegs. Wir kommen zum Album der Woche und wir haben uns leider, leider, leider nicht für Baby Metal entschieden, auch wenn unser Online-Redakteur Eike jetzt wahrscheinlich sehr traurig sein wird. Das ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Und zwar haben wir uns für Boot Sorrow mit dem Album Jumalten Aika entschieden. Ein sehr, sehr nettes Album, das fand auch unser Kollege Enrico Ahlig. Dieser schrob in der aktuellen Ausgabe unter anderem nämlich: Pagan Pussys, aufgepasst! Legt eure Plastikhörner aus den Händen und hört mal zu. 5 Jahre nach Vajoina Kaljeme Kuleiden Massa, also dem Vorgängeralbum, sind die Könige des Genres zurück. Und sie klopfen nicht höflich am Eingang, sie brennen ihn mit Jumalten Aika nieder und werfen das Trötengesindel vom Thron. Das Album der Woche, Moon Sorrow mit Jumalten Aika. Tröd, tröd, tröd. Tröd, 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 tröd. Der Song der Woche kommt von einer recht interessanten Band namens Zeit. Und zwar haben die Jungs im letzten Jahr bereits eine EP veröffentlicht, die heißt Trümmer. Der Titeltrack von dieser EP ist diese Woche der Song der Woche. Siehst du? Habe ich schon wieder fast vergessen. Mir wurde nämlich. Genau von dieser EP, die wohl auch nur auf dieser Kassette in einer Stückzahl von 100 erschienen ist, genau von dieser Kassette stammt der Song. Den könnt ihr euch natürlich auch online anhören. Die Band heißt Zeit, der Song heißt Trümmer und sie spielen ja so eine Mischung aus
Black Metal und Sludge. Sehr interessant, zieht euch das mal rein. Ja, nach wie vor suchen wir für jede Woche ein paar interessante Songs von Bands. Schickt uns gerne auch Kassetten. Ja, machen wir jetzt Feierabend. Wir sehen uns nächste Woche. Euer Kalle Faust. Das Kaputtgehen der Ad Force One und die Band Baby Metal kämpfen um den ersten Platz bzw. um den Champions League Einzug in der ersten Schlimmheitsliga. Ja. Wenn man es mal so ausdrücken will. Zwei Endbosse. Zwei Endbosse, ja.